Hallo Leute, herzlich willkommen bei Software.zone. Wir wollen euch nochmal ein Video zeigen, da wir jetzt ja gerade in diesem Flow sind, auch mit diesen Einsteiger-Sachen, haben wir gedacht, okay, dann zeigen wir euch auch nochmal eine Einsteiger-Airsoft. Und aus dem Grund, wir haben ja jetzt einige von D-Boys neu im Shop. Und auch D-Boys hat sich inzwischen dahingehend verbessert, dass auch die jetzt Modelle mit der ETU liefern. So, und wir haben hier dieses M4-Modell in der Long-Version. Findet ihr auch bei uns im Shop. Weitere Infos findet ihr dann ja immer in der Beschreibung. Weil die einfach nur M4 heißen. Ne, das Modell ist von dem Marine-Modell angepasst, NEV M4. Und dementsprechend habt ihr hier ein Modell, was, ich sage jetzt einfach mal, dementsprechend auch auf Einsteiger wirklich zugeschnitten ist, weil es auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her passt. Ne? Die Modelle liegen so um die 200 Euro je nach Länge. Und dementsprechend würde ich sagen, guckt mal einfach mal in unseren Shop. Natürlich, Zubehör, was ihr hier seht, ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten. Im Lieferumfang enthalten ist hier der Flash-Hider und ein Stahlblech High-Cap-Magazin mit 450 Schuss. So, D-Boys hat sich hier tatsächlich stark verbessert, also im Einsteigerbereich, denn die Qualität des Modells ist deutlich besser geworden. Und aus dem Grund würde ich ganz gerne mit euch schon mal über die technischen Daten sprechen. Also. Die D-Boys ist komplett aus Polymer gefertigt, das heißt, wir haben einen Polymer Handguard, wir haben hier oben Polymer Rails, auch hier seitlich. Das ist alles Polymer. Im Lieferumfang sind drei Rails enthalten, also die zwei hier vorne und eine unten dem Lauf. Hier eine etwas längere vorne, die zwei kurzen. Die sind nur drei Module lang, die sind sechs Module lang. So, wir haben einen Metall-Innerlauf, der geht eben auch bis hier durch ins Hop-Up. Wir haben einen Upper und einen Lower Receiver komplett in Polymer oder beziehungsweise in eine Art Carbon-Tech, ähnlich wie bei Evolution gefertigt. Wir haben einen leicht gerippten Pistol Grip, auch hier im hinteren Bereich, aber mehr oder weniger einen Standard Pistol Grip. Wir haben die Bedienung einseitig nur vom Schützen auf der linken Seite. Wir haben hier hinten Slingholder, die sind natürlich aus Metall. Die Flip-Ups sind beide auch aus Kunststoff. Wir haben hier einen Trigger aus Metall, wir haben einen Fake Bolt Catch aus Metall, wir haben hier einen Magazinauswurfknopf auch in Metall und eben auch den obligatorischen Charging Handle, der ebenfalls aus Metall gefertigt ist. Ihr seht hier hinter dem, hier seht ihr das Drum Rotary Design. Das ist also das Hop-Up, was eben auch out of the box eigentlich einen ganz guten Dienst macht. Wir haben das schon mal in ein paar Videos erwähnt, weil häufig über die Hop-Up-Leistung out of the box ein bisschen gemäkelt wird. Man darf nicht vergessen, es werden keine 0,5er produziert. Also es werden die vom Werk abgerüstet, aber prinzipiell, wenn das Ding vom Band kommt, ist es erstmal eine AEG mit über 1 Joule. So, das heißt im Prinzip auch dieses S-AEG gibt es in dem Sinne ja im Ausland nicht, sondern auch nur bei uns, dieses S-AEG mit F. Das bedeutet, mal an die Einsteiger da draußen, also prinzipiell weltweit, alles was produziert wird, wird als, dann sagen wir einfach mal SAEG produziert, also als über 1 Joule Waffe. Im Ausland dürfen die auch je nach Ausland mit mehr oder minder viel Joule Full Auto gespielt werden. Zwar bei uns benachbart, Holland und so weiter, die haben glaube ich die Grenzen bis 1 Joule Full Auto. Und es gilt halt alles als Spielzeug. Bei uns gilt es nur als 0,5er als Spielzeug. So, die D-Boys ist auch hier hinten im Stockbereich und auch im Schaftbereich komplett aus Polymer gefertigt. Wir haben eine leicht gummierte Buttstockplate hier hinten, die fasst sich auch ganz gut an. Und wie gesagt, von dem Grip her, also ich kann hier ein klein bisschen drücken, hier oben nicht. Der Handguard ist fest, ich kann den auch hier nicht drücken, aber dadurch, dass er natürlich aus Kunststoff gefertigt ist, hält er natürlich, ich sag mal, Stöße und so weiter nicht so gut aus wie ein Metall. Handguard, aber dafür ist hier eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich jetzt mal, sehr gerecht. Im Inneren haben wir eine Standard-D-Boys-Gearbox, das heißt, wir haben eine Metall-Gearbox mit Metall-Gears drin. Wir haben einen ganz normalen Polycarbonat-Pisten mit einem Kunststoff-Pisten-Head. Wir haben ein Kunststoff-Zylinder-Head, wir haben einen Metall-Zylinder und eine Kunststoff-Nozzle. Also komplettes Standardfutter, aber gutes Standardfutter. Also D-Boys ist ja dafür bekannt, eigentlich auch ganz gute Modelle zu fertigen. Und da ist hier, steht das hier eben nichts nach. Was hier halt anders ist, wir haben ein ETU-Modell. Das heißt, wir haben in dieser günstigen Preis-Einstiegsklasse, ich weiß, mein Kollege Reaper hat ja vor kurzem mal ein High-Tuned-Marken-Einsteigermodell getestet.
und ich sage jetzt mal, sehe ich keinen Unterschied. Ne? Um das auch mal hier zu machen, das ist ja inzwischen fast schon üblich, den Biegetest zu machen. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal, wenn ich die Waffe immer in die Kamera halte oder die Airsoft. Also die ist relativ steif gebaut. So, was haben wir von den technischen Daten her? Das Modell ist im eingezogenen Zustand 730 mm lang. Im komplett ausgezogenen Zustand ist sie 840 mm lang. Wir haben eine Höhe von oben bis zum unteren Magazin von 230 mm und einen recht langen Inlauf, weil wir hier das lange Modell haben, von 360 mm. Wir haben eine Standard-Hop-Up-Kammer und wie gesagt, beim Hop-Up, da wollte ich mich noch einsetzen, das habe ich auch noch vergessen zu erklären. Deshalb sind die Hop-Up-Gummis meistens etwas hart, weil die Out-of-the-Box ja eigentlich für über 1 Joule gedacht sind. Und wir spielen ja in der Regel jetzt hier, zumindest wir im Shop ja, 0,5 Joule. Deshalb sind die Hop-Up-Gummis oft etwas zu hart. Wir haben ja im Shop dafür dieses Upgrade. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Maple Leaf Hop-Up hier einbauen lassen. Und dementsprechend wird das weicher. Wir würden dann 50 Grad, 60 Grad Hop-Up nehmen. Und die sind weicher halt einfach. Ich habe eine ganz andere Präzision, einen kleineren Streukreis. Reichweite vielleicht minimal, aber das ist eigentlich eher marginal. Hier geht es viel mehr um die Präzision und den Streukreis. So, dann das war es jetzt mal so zu den technischen Daten, zu den Abmessungen und so weiter. Gewicht, das haben wir noch vergessen. Gewicht ist hier um die 2 Kilo und dementsprechend habe ich da eigentlich auch ein recht leichtes Modell, die aber ganz gut ausbalanciert ist. Also sie ist vom Handling her, finde ich sie sehr gut. Ich habe hier hinten mal, das ist auch Zusatzausstattung, finde ich auch ganz gut. Wir haben hier hinten für den Sling Point noch die Möglichkeit, eins hier einzuklipsen. Und wir haben hier ja generell beidseitig nochmal einen Sling Point. Ne? Also wer das lieber hier mag, der kann das einklipsen. Ansonsten haben wir hier noch die Möglichkeit, das zu machen. So, dann von der Kompatibilität. Das machen wir inzwischen ganz gerne, dass wir auch mal ausprobieren, was geht denn so an Magazinen. Dafür nehme ich die jetzt mal hier vom Ständer runter. Und da kann ich auch dann direkt mal den Test machen. Also ihr seht, ne, hier auch nur mit Schalli und so, die sieht schon ganz gut aus. Und wenn ich jetzt hier mal die Kamera halte, dann könnt ihr sehen, dass die halt hier recht steif ist, da verbiegt sich also nichts. Hier hinten habe ich natürlich ein bisschen Spiel drin, das ist eigentlich auch immer diesen Schäften geschuldet, weil natürlich gerade bei den Einstiegsmodellen ist hier halt relativ wenig Luft drin, ne? Relativ viel Luft drin. So, das heißt also, hier wackelt das Ganze schon ein bisschen. Das lässt mich vermeiden. Das ist eben selten, dass das anders ist. So, natürlich Originalmagazin, viel sauber, einwandfrei. Alles andere wäre ja auch beschämend. So, und dann wollte ich euch mal zeigen, dass gerade die M4-Modelle, und deshalb sind sie für mich immer noch für Einsteiger, auch wenn ich selber persönlich AK liebe, ich habe auch eine G36, aber M4 hat halt ganz, ganz viele Vorteile. Mal davon abgesehen, dass ich auch hier im Internal-Bereich alle möglichen Zubehörsachen nehmen kann. Ich kann andere Gears reinsetzen, ich kann andere Pisten nehmen und so weiter. Das ist alles Standard. Das heißt, ich kann Alupisten nehmen, Alupistenhead, Dämpferpads, also alles, was ich brauche, kann ich hier verbauen. Wir haben hier mal Battle Axe Kurzmagazin, ne? So ein bisschen Vietnam-Style. Finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Dann haben wir mal ein Kurzmagazin, habe ich leider gerade nicht in Schwarz. Habe ich da oben in der Airsoft stecken, hätte ich vielleicht rausnehmen sollen. Also wir haben hier ein Ameba, ein kurzes 120-Schuss-Magazin, funktioniert einwandfrei. Dann haben wir unsere inzwischen Gott sei Dank sehr beliebten Tornados, weil man die ja hier koppeln kann, wie G36. Also ich könnte rein theoretisch 3 Stück aneinander hängen. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier Speckner Arms. Ist jetzt ein High Cap, gibt es aber auch als Mid Cap. Funktioniert. Dann haben wir G&P in Rot. Funktioniert auch einwandfrei. Ditec. Für mich ja vom Sitzen her, ne? Hier wackelt gar nichts. Also die Ditec-Magazine, Leute, das sind echt die absoluten Geheimtipps für mich. Also die sind so perfekt. Ich habe hier oben den Follower, das heißt also, bleibt keine BB, die dann später irgendwann mal auf dem Boden rumliegt. So, und dann haben wir hier noch, und das könnte jetzt problematisch werden, G&G, High Cap. Ja, und das blockiert jetzt.
Na, es geht. Aber das ist, also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie das häufig so ist, GNG macht schon mal Probleme. Und dementsprechend würde ich sagen, da gibt es immer mal wieder Probleme. Die klippe ich jetzt hier mal rein. Also, in meinen Augen, das D-Boys-Modell perfekt auf Anfänger zugeschnitten. Wir haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wir haben eine Gearbox mit ETU. Also, was will man mehr? Aber dazu gleich mehr im Fazit. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hoffe, dass mir jetzt hier mit dem schweren Silencer nicht abnickt. So, natürlich haben wir hier noch Mini Tamija. Auch das ist bei einigen Einsteigermodellen inzwischen besser geworden. Wobei ich tatsächlich denke, dass das irgendwann, oder es spielt hauptsächlich bei uns anscheinend irgendwie eine Rolle. Also ich habe jetzt gemerkt, dass im europäischen Ausland oder weltweit eben immer noch viele Nimhas gebraucht werden, warum auch immer. Und dass aus dem Grund eben viele Tamijas verbaut sind. Aber wie gesagt, bei uns, bei den Modellen wird es ja langsam ein bisschen besser, wie zum Beispiel bei der UTR 45 und auch jetzt bei der Well, da sind ja direkt DIN-Plugs verbaut. Also vielleicht wird das auch nochmal besser. So, dann wollen wir mal einen Trockenschusstest machen. Also die ETU läuft recht sauber. Ihr habt gemerkt, hier und da mal aussetzt, aber das kann auch an meinem Triggerfinger liegen. Ich glaube schon, dass die von der vom Sektor her vernünftig läuft und dass die auch vernünftig stoppt. Also dementsprechend denke ich, ist das kein Problem. Dann machen wir nochmal einen Full-Auto-Test. Angegeben werden die Modelle ungefähr mit 0,4 Joule. Wie die meisten, also meistens liegen die Modelle ja zwischen 0,38 und 0,43, sowas in den Dreh, in dem Bereich 0,5. Bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit abzugraden auf möglichst dicht, also 0,48 oder so, an 0,5 ran. Das bieten wir ja auch an. Aber wie gesagt, die wird mit um die 0,4 angegeben. Haben wir vorhin natürlich nachgekront. Schauen wir uns jetzt an. D-Boys M4 LTU L-Version. Mit G-Aesthetical 0,20 Gramm BBs und einem 7,4 Volt Fuel Akku mit 1200 mA. Einzelfeuer. Rauftest. So. Ihr habt gesehen, da waren ein paar 0,5er bei, aber das ist einfach dem geschuldet, dass das hier oft nicht richtig gemessen wird. Das sind so kleine Ausreißer, aber im Kern liegt sie um die 0,46 und das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. So, dann kommen wir jetzt mal abschließend zum Fazit. Ja, also ich finde die neuen M4-Modelle von D-Boys vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut okay. Wenn man jetzt mal sich das anschaut, was man bekommt, man bekommt einen sauber verarbeiteten Body, also wir haben hier kaum Spaltmaße dran. Wir bekommen einen sehr gut verarbeiteten Handguard, der auch vor allen Dingen hier oben durch das Einschieben von hier sind so Bolzen eingeschoben, der recht sauber sitzt. Ich kann ihn hier unten nochmal befestigen, indem ich ihn nachschraube, dafür ist auch ein Imbus im Paket enthalten. Ich habe Rails direkt dabei. Ich habe eine recht coole, lange Optik. Das heißt, ich kann mit einem kurzen Magazin und einer entsprechenden Optik auch hier so einen leichten SF25-Style generieren. Gut, Flip-Ups sind dabei, weil es gibt ja inzwischen auch Modelle, wo noch nicht mal Flip-Ups dabei sind. Na, auch da lässt das Top-Modell grüßen. Und wir haben so die Möglichkeit, auch hier Zubehör alles anzuschließen. Es ist sehr kompatibel, was die Magazin-Einführung angeht. Wir haben hier kaum Magazine gefunden, die nicht passen. Von den Internals her, wir haben eine Metall-Gearbox mit Metall-Gears, wir haben Metall-Laufbuchsen, keine kugelgelagerten, aber Metall-Laufbuchsen. Wir haben einen Standard-Spring-Guide Kunststoff, nicht kugelgelagert. Wir haben einen Kunststoff-Carbonat-Pisten, wir haben einen Pisten-Head in Kunststoff, wir haben einen Nozzle-Kunststoff, wir haben einen Metall-Zylinder und wir haben natürlich auch wieder einen Kunststoff-Zylinder-Head. Lässt sich aber alles tauschen. Wir haben eine ETU drin. Das heißt im Prinzip, ich habe keine Switch, die mir irgendwann abrauchen kann. Und wenn ich allein die UTU drin lasse und gehe jetzt hin und tausche zum Beispiel Gears oder andere Internals, dann habe ich hier was, wo ich länger dran Spaß haben kann. Und ich finde auch, dass das Kunststoff
macht einen recht guten Grip. Wir haben hier, wie gesagt, auch hier eine gummierte Kappe. Also hier kann ich zum Beispiel auch mal einen Metallstock dran machen oder eine Tube. Also im Prinzip, wir müssen ja im Moment gucken, die Preise explodieren. Wir zahlen für Standard-GNG-Gewehre locker über 300 Euro teilweise. Also in Zeiten, in denen das alles ein bisschen härter wird und auch die Preise deutlich anziehen, sind wir froh, dass wir euch solche Modelle präsentieren können, wo eben auch Leute einen Einstieg schaffen. Ich weiß, wird auch in anderen Videos gesagt, warum muss ich einen Einsteiger eine günstige kaufen? Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, sieht die Realität doch meistens so aus, dass es so ist. So, und ich finde, dann muss man was haben, wo man Spaß mit hat und nicht so eine 416-Verschnitt oder irgendwas aus Kunststoff, am besten noch mit einer Kunststoff-Gearbox, die, ich sag mal, relativ schnell hinüber ist, die kaum eine Roff hat, die also überhaupt keinen Spaß im Full-Auto-Bereich macht. Also da würde ich sagen, seid ihr doch mit so einem Modell viel, viel besser aufgestellt. Und wir würden uns freuen, wenn wir hier ganz viele Freunde finden, die sich für so ein D-Boy-Modell begeistern. Ja, ich würde sagen, in dem Sinne, jetzt kommen noch mal ein paar Bilder hinten dran mit Nahaufnahmen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.